Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Destiny. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob das mein 1000 Abonnenten Special ist, nein, das ist nicht mein 1000 Abonnenten Special, das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin noch am überlegen, was für ein Video ich genau machen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich interessieren, welche Ideen ihr habt, denn schließlich habt ihr mir diese 1000 Abonnenten ermöglicht und ich hätte nie gedacht, dass das in so kurzer Zeit funktioniert. Also vielen Dank dafür an jeden einzelnen von euch, der mich abonniert hat. Ihr seid der Wahnsinn. Okay, also im Hintergrund seht ihr ein Eisenbahnerspiel. Konflikt wird gespielt. Meine Primärwaffe habe ich von Osiris, von einem Beutezug, also nicht vom Leuchtturm, wie man an der Farbe erkennen kann. Das ist die Blindes Verderben, also ein Impulsgewehr, das ich sehr, sehr gut finde. Das tötet mit 3 Schüssen. Obwohl sie natürlich nicht die stärkste Waffe ist, ist es eine meiner Lieblingswaffen im PvP. Meine Perks, die ich auf dieser Waffe habe, sind zum ersten sanfte Ballistik. Das bedeutet, ich habe einen erhöhten Rückstoß, bekomme aber dafür einen Reichweitenboost. Der zweite Perk heißt Kleinkalibergewehr, also das bedeutet eine erhöhte Reichweite und Stabilität, aber dafür langsameres Nachladen und eine reduzierte Magazingröße. Der dritte Perk sind Großkalibergeschosse, also übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torkeln lassen. Und der vierte und letzte Perk ist Balanceausgleich, das bedeutet, die Stabilität dieser Waffe ist enorm erhöht. Als Sekundärwaffe benutze ich eine Schrottflinte, die den Namen trägt, ein letzter Versuch 001. Bei ihr habe ich Linearkompensator, also vorhersehbarer Rückstoß, geringe Boni auf Reichweite und Schlagkraft. Und als zweiten Perk habe ich Handlader. Das bedeutet, diese Waffe ist auf größere Reichweite effektiv, was bei Schrottflinten natürlich sehr nützlich ist. Dritter Perk ist Kleinkalibergewehr, also das, was wir früher schon gehabt haben. Erhöhte Reichweite und Stabilität, langsameres Nachladen und reduzierte Magazingröße. Und der vierte und letzte Punkt, Kontrolle der Massen, bewirkt, dass Kills mit dieser Waffe Bonusschaden generieren. Das Gameplay, das ihr im Hintergrund seht, ist das mit der stärksten KD, das ich in so kurzer Zeit erspielen habe können. Das waren 28 Kills mit einer 5,6er KD, soweit ich mich erinnern kann. Ich spiele hier einen Warlock mit Sturmbeschwörer, obwohl meine Lieblings-Ulti eigentlich der leere Läufer ist mit der Nova-Bombe. Auf Lichtlevel 400 habe ich aber alle drei Chars, also Titan, Jäger und Warlock. Entscheide mich aber meistens für den Warlock, da er einfach mein Lieblingscharakter ist. Ich weiß, viele von euch sehen das anders und bevorzugen den Titan oder Jäger mehr. Ich kann das auch nachvollziehen. Beide haben Vorteile, die ein Warlock zum Beispiel nicht hat. Aber meiner Meinung nach hat der Warlock auch Vorteile, die ein Jäger oder ein Titan nicht haben. Also es ist wirklich Geschmackssache, wie das jeder sieht. Und schließlich dreht es sich hier um unser Lieblingsspiel. Und da ist es egal, welchen Charakter man spielt. Hauptsache, man spielt Destiny. So, ich glaube, das war genug von meinen Waffen und meinem Charakter. Wir reden jetzt einmal über YouTube. Ein sehr wichtiges Thema für mich, das ich in diesem Video unbedingt ansprechen möchte, sind Kommentare unter meinen Videos. Ich gebe wirklich mein Bestes, alle zu beantworten, nur es ist mir leider nicht immer möglich. Ihr dürft mir das bitte nicht übel nehmen, denn ich habe neben YouTube auch noch sehr viele andere Beschäftigungen, die ich erledigen muss. YouTube ist auf jeden Fall nur ein Hobby von mir, das ich sehr gerne mache, das ich auch weiterhin machen werde. Ich habe schon sehr viele Projekte für die Zukunft. Eins kann ich euch vielleicht schon vorab verraten, wir werden über den Raketenwerfer Dubius Volley sprechen, der ja noch nicht im Spiel ist oder zumindest noch nicht wissentlich im Spiel ist. Dann reden wir über eine tägliche Mission, die vielleicht ein Geheimnis beinhalten könnte. Oder ich bin mir sogar sicher, dass da ein Geheimnis ist, weil ich auch mehr oder weniger Beweise dazu habe. Es wird auf jeden Fall weiterhin spannend auf meinem Kanal bleiben. Es ist momentan nur schwer, richtige Fakten zu liefern. Denn wie wir alle wissen, ist momentan Flaute in Destiny angesagt. Es gibt keine neuen Content, es gibt keine Informationen oder keine offiziellen Informationen zu Destiny 2. Es gibt eben nur die Gerüchteküche und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt also, ich persönlich finde sie sehr interessant und ich hoffe, ihr persönlich findet sie auch interessant. Wenn es richtige Fakten gibt, dann mache ich natürlich auch sofort ein Video darüber und werde euch auf den neuesten Stand halten. Das nächste Thema, das ich mit euch besprechen will, ist Twitch. Ich möchte einmal streamen, ich möchte mit Zuschauern einen Raid machen oder von mir aus mehrere Raids. Ich hätte wirklich Lust darauf, wenn ihr auch auf der Xbox spielt und mit mir gemeinsam etwas machen möchtet, könnt ihr mich gerne adden. Mein Gamertag ist Andy Edition, also so wie mein YouTube-Kanalname. Wenn wir hier genug Spieler auf der Xbox zusammenbekommen, können wir das gerne einmal machen, wenn ihr Lust habt. Also wie gesagt, addet mich, schreibt mir eine Nachricht auf der Xbox. Mir wird das sicher Spaß machen, ich hoffe euch dann auch. Jetzt hoffe ich, dass ihr noch Spaß mit meinem Gameplay habt. Wenn ihr euch das Video überhaupt so lange angeschaut habt, dann drückt den Daumen nach oben. Ich würde mich sehr über ein Like freuen.
Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Twitch-Stream haltet und ob euch das überhaupt interessiert, ob ihr da gerne zuschauen würdet oder überhaupt mitmachen würdet. Jetzt noch viel Spaß mit meinem Video und guten Loot im Eisenbahner.